und MPÖlerinnen. Heute basteln wir eine gute Tatensonnenblume. Also dafür brauchen wir ein gelbes A4-Blatt, ein braunes A4-Blatt, eine Schüssel und wir brauchen einen Stift, einen Bleistift, eine Schere, ein Lineal oder ein Geodreieck, ein Uhu und ein Tixo. Als erstes nehmen wir die Schüssel und das braune A4-Blatt und zeichnen einen Kreis drauf. Dann nehmen wir ein gelbes Papier und falten es länglich und machen 15 Striche mit jeweils 1,5 cm Abstand. Anschließend schneidet man dann den braunen Kreis aus. Jetzt zeichnen wir die Blütenblätterspitzen auf das gelbe Papier. Jetzt tun wir die Blüten ausschneiden. Wenn du Geschwister hast, können sie dir auch gerne helfen. Jetzt sollt ihr auf jedes Blütenblatt eine gute Tat aufschreiben. Zum Beispiel etwas für die Armen spenden. Eine andere Sache, die ihr auch machen könnt, ist den Nachbarn teilen. Ihr könnt auch jemandem eine Ramadan-Karte schicken. Oder ihr könnt auch euren Eltern helfen. Jetzt sollt ihr einen Klebekreis auf dem Rand von der Sonnenblume machen und die Blüten nebeneinander picken. Aber so, dass man die Schrift sieht. Ein bisschen verschieben, wenn es zu viel oder zu wenig Platz gibt. Anschließend tut ihr für die Halterung, damit ihr es an die Wand hängen könnt oder irgendwo anders hinhängen könnt, einen Streifen vom restlichen Papier abschneiden. Und jetzt tut ihr zwei kleine Tixo-Bänder nehmen und abschneiden. Ihr tut jeweils ein Stück auf einer Seite. Ihr klebt es so hin, dass ihr in der Mitte ein Loch ist. Fertig. Jetzt könnt ihr eure gute Taten-Sonnenblume aufhängen. Jetzt habt ihr für jeden Tag im Ramadan eine gute Tat. Wenn ihr sie gemacht habt, dann könnt ihr sie abhacken. Viel Spaß beim Nachmachen. Assalamu alaikum.